Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Roomtour. Das erste Mal in Ischgl und direkt in so einem kranken, geilen Hotel. Ich wusste, dass das Hotel schön ist, aber ich hätte niemals gedacht, dass die uns in so eine Suite packen. Es ist eine Presidential Suite. Und wir mussten gerade kurz noch hier was zensieren, weil hier hängen sehr, sehr viele Bilder von, na das geht ja, von leicht bekleideten Frauen rum. Und ja, ich würde aber sagen, wir starten direkt, wenn man reinkommt. Als allererstes, falsche Richtung, haben wir hier ein Gäste-WC. Wenn in einem Hotelzimmer ein Gäste-WC ist, dann weiß man schon Bescheid. Also es ist alles sehr dunkel gehalten und ich mag, dass sie hier immer diese geilen Lampen hängen haben. Ja, das Türchen, jeder weiß, wie es aussieht, muss ich euch nicht zeigen. Als nächstes haben wir dann hier ein Ankleidezimmer. Richtig viele Schränke, wo man alles Mögliche reinpacken kann. Leider ist hier nichts mehr drin, da wir schon zusammenpacken mussten, weil es für uns schon früher nach Hause geht als erwartet. Ich habe richtig Sprachstörung. Als erwartet, weil wir ein Schneechaos erwarten und deshalb ja, wahrscheinlich nicht mehr nach Hause kommen, wenn wir morgen fahren. Hier ist dann ein WC, ein Badezimmer. Creep it in, man. Okay. So sieht es aus, WC. Ich verstehe nur den Sinn der Tür nicht, weil die ist nämlich durchsichtig. Ja, aber so ein bisschen schützt sie schon. Ja, man erkennt einen auf jeden Fall nicht mehr. Also man ist jetzt nicht unbedingt mit fremden Leuten im Hotelzimmer, oder? Doch, immer. Stimmt. Ständig. Ja, dann ist hier eine Badewanne, eine kleinere, mit integrierter Dusche. Hier war ich tatsächlich noch nicht drin. Nicht, weil ich noch nicht duschen war, seit wir hier sind, sondern weil es noch eine andere Dusche gibt, die noch schöner ist. Und noch eine Badewanne, die auch noch schöner ist. Aber kommen Sie in unser Schlafgemach, beziehungsweise in mein Schlafgemach. Der Nico schläft natürlich wo ganz anders, zeige ich euch gleich. So sieht es hier aus. Der Ausblick. Steinkoffer, oder? Ja, ja, klar. Okay. Klar, logisch. Das ist auch meine Unterwäsche. Ausblick phänomenal, würde ich sagen. Hier, ich weiß nicht, was hier für ein Tier schon rumgelaufen ist, keine Ahnung. Dann folgen Sie mir einmal weiter. Ich habe mich übrigens mehr als einmal hier verlaufen, weil es alles so ein bisschen gleich aufgebaut ist. Dort ist das eine Schlafzimmer. Hier kommen wir jetzt zum zweiten Schlafzimmer, zum zweiten Badezimmer. Hier sind auch wieder einige Schränke. Und dann kommen wir geradeaus in wirklich ein unnormales Bad. Ich mache mal das Licht an. So sieht es aus. Richtig, richtig schön. Diese Badewanne. Zieht euch das bitte rein. Wie geil ist es? Also mit dem Ausblick. Ich bin so ein bisschen paranoid tatsächlich. Deswegen, wenn ich hier bade, habe ich ein bisschen Angst, dass die Leute von da hinten irgendwas sehen. Aber naja. Hier noch eine Toilette. Also man hat hier auf jeden Fall genug Möglichkeiten, sich den perfekten Ort für das stille Minütchen oder Stündchen auszusuchen. Und dann haben wir hier noch, ja, was habe ich letztes Mal gesagt? Regenwasserdusche, habe ich gesagt. Genau, eine Regenfalldusche. eine Regenwasserdusche. Nein, es ist eine Regendusche. Keine Ahnung. Naja. Und hier ist jetzt das Schlafzimmer vom Nico. Der hat hier geschlafen. Hier habe ich mir gegönnt. Oder manchmal auch auf dem Stuhl. Ich habe einfach hier gepennt auf dem Stuhl. Hier haben wir noch ein Schlafzimmer. Es ist so krass, wenn ich diese Rooms vertrete, fällt mir erstmal auf, wie riesengroß dieses Hotelzimmer ist. Wirklich, es ist größer als die Wohnung von den meisten Menschen. Es ist so heftig. Also es ist auf jeden Fall größer als meine Wohnung. Es ist so krass, wirklich. Es ist so heftig. Und hier haben wir auch wieder absolut schön kranken Ausblick. Jetzt gerade scheint auch die Sonne. Also wenn das mal nicht schön ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Es ist einfach nur... Manchmal steht man hier einfach und guckt nur. Unglaublich. Unglaublich. Kommen Sie bitte weiter in das nächste Zimmer. Das Herzstück des Ganzen. Und zwar Wohnzimmer, Küche.
eine Küche. Eine voll funktionstüchtige Küche haben wir hier. Herd, dann verschiedene Teesorten mit so einer richtig süßen Teekanne. Dann Espresso, Kaffeemaschine, Kühlschrank mit diversen alkoholischen und unalkoholischen Getränken. Ja. Passen Sie bitte auf. Ich dachte, das wäre heiß. So, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen mit Filmen, da hier an dieser Wand hängen wieder diverse Bilder von nackten Damen. Das dürfen wir leider nicht filmen. Hier haben wir einen marmorartigen Tisch. Ja, mit 6 Plätzen, falls man mal extrem viele Gäste hat im Urlaub, ganz normal. Und hier haben wir wieder einen schönen Ausblick. Überall gleich schön, aber immer ein anderer Winkel. Und dann etwas, womit wir sehr, sehr viel Spaß hatten, weil das Holz war bis komplett oben hin aufgefüllt. Mittlerweile die Hälfte weg, weil wir einfach 10-mal am Tag gefühlt hier Holz nachgelegt haben. Mal gut, mal weniger gut. Also meistens haben wir es ganz okay hinbekommen, aber irgendwie waren wir ein bisschen zu blöd dafür. Also nach diesem Urlaub, dass ich... Kannst du aufhören, so mega nah zu filmen? Weiß ich, dass ich eines Tages in meinem eigenen Haus oder in meiner Wohnung ein Kamin haben möchte. Das ist so entspannend, so beruhigend, das ist, wärmt so krass, das ist so wunderschön. Ja, brauche ich auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch eine schöne Sitzecke, Fernseher. Ja, so sieht es hier draußen aus. Wenn du einmal dahin filmen würdest, bitte. Sieht man, wie riesig das alles ist. Der Balkon und ja. Das sieht echt wie eine Traumlandschaft gerade aus. Warte, ich will hier das beenden. Ich will das hier beenden. Ja, Leute, das war mal wieder eine Roomtour, die einen wirklich umhaut. Genauso wie schon auf Mykonos. Ja, das Hotel ist verlinkt. Es gibt auch kleinere Zimmer hier. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, sehr, dass es euch gefallen hat. Gebt mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert mich, wenn es der Fall gewesen ist. Und jetzt sage ich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!